Hallo Leute, wir sehen uns heute beim Let's Play I Am Alive. Heute neu als mein zweites Let's Play Projekt. Und ja, wir merken schon ziemlich düster hier alles. Auch der Hintergrund, alles generell, auch die Musik, finde ich. Naja, spielen wir auf, klicken, neu spielen natürlich. Ich würde sagen normal, wir sind ja immer normal. Les. Wir können bestimmte Erfolge und Boni nicht gewinnen. Egal. Wir gehen trotzdem los. Ganz normal. Ich freue mich wirklich auf das Spiel. Das soll sehr gut sein. Ich habe es, wie gesagt, auch noch nicht... ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es noch nie gespielt. Es ist auch nur... Ich habe es auch noch mal kurz beim Let's Play gesehen. Aber selbst wirklich groß gespielt habe ich noch nicht. Jetzt gucken wir es mal an. Eine Ubisoft Shanghai Produktion. Test. Sound is working. Wow. It works. This is a little awkward for me, but if you found this, then that means... Anyway, if you could try to deliver this video recorder to my home. That's in Havinton, 27 Arbor Street. It's right in front of the park, and well, maybe, just maybe, someone will be there. Okay, this is basically my life. My backpack. Climbing harness, a flashlight, a couple of batteries, a pistol. I've never even fired a gun before. Anyway, there aren't any bullets in it, so... I can't believe I'm about to arrive. It's been almost a year now since the event. It only took me 4 hours to fly out east, but the better part of a year to walk home. Any luck? I'll be back at our apartment in another couple of hours. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Und hier sehen wir uns in einer grauen, verlassenen, zerstörten Welt. Sieht aus wie nach einer Apokalypse. Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, es war ein Vorfall. Laufen wir hier mal runter. Bisschen schneller laufen, da merken wir auch, da oben die Leiste leert sich. Das können wir auch mal doppelklick machen, können wir gleich. Das sind wir. Also sehen wir gerade nicht durchs Licht. Und ja. Wir wollen nach Hause. Oh, I missed it. Das macht der Witze. Naja. Wir sollen zum Park in die Stadt. Ich glaube, da hinten ist die Stadt, deswegen. Laufen wir da einfach mal hin. Da müssen wir, glaube ich, schon springen. Ah, krieg Angst. Nee, aber so, es wird leer und wir können auch weiter springen. Ah. Da sind Kletterteile. Klettern wir hier mal hoch. Oh. Mist, die Leiste da oben leert sich, das gefällt mir ganz und gar nicht. Klettern verbraucht Ausdauer, verbrauchen sie zu viel Ausdauer, stürzen sie ab. Oh, das klingt optimistisch, also... Nein, ich bin nicht völlig verschreckt, um weiter zu klettern. Geht's hier lang? Ich glaube nein.
Ich will nicht abstürzen. Okay, da lang geht's gar nicht. Ah, schön. Oh Gott, ich schaffe das. Ich schaffe das. Nein, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es. Ich stürze ab, Leute. Ich hab so Schiss jetzt. Ah, nein, 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 nein. Wir haben keine Ausdauer mehr, um meine extreme Anstrengung auszuführen. Während der Kreis ruhig wird, stürzen sie ab. Ah, Leute. Ach du Scheiße, haben wir das schon verkackt? Ich glaube, unsere... Ja, toll. Unser Balken hat sich schon geleert jetzt. Also ist jetzt auch irgendwie kleiner geworden. Ja. Sorry, mein Fail. Ah, er hat wieder aufgefüllt. Aber wahrscheinlich ist es nur so ein Anfangsbonus, dass er nicht gleich völlig leer ist. Ah. So, dann traue ich wieder auf die andere Seite. Und hier ist eine Röhre. Ey. Na. Und wir haben es geschafft. Ha, zum nächsten. Ich will es hier mal gucken. Das. Ja, oh Mann, das Licht nervt ein bisschen. Das kann ich jetzt besser zeigen, aber. Scheint ein ziemlich reißender Fluss zu sein, der hier unter. Oh, der hier unter uns tobt. Und ich meine, hat die Brücke auch schon ganz schön malträtiert. Ja. Noch man guckt eigentlich ja welche Grauton das ist. Also hier ist fast alles grau, es gibt keine satten Farben, das ist nur mag für so manch einen ziemlich hübsch sein. Ich finde es eigentlich auch ja. Oh Gott, du Kackvieh, mach mir keine Angst. Sieht aus über den Brückenpfeiler. Na toll. Ah, Mann. Ich hab's gerade eben schon verkackt, einen Brückenpfeiler klettern. Dann kann ich da so. Hopp, hüpf. Ah. Aber ich mag das Spiel. Oh, verbraucht das Energie, ey. Ich habe gerade gesagt, wenn wir hochspringen, wenn wir so Klettersprünge machen, das verbraucht natürlich extrem Energie. Könnt ihr gleich mal oben beobachten. Jetzt. Hopp. Ist gleich so ein Balken weg. Hopp, hoch, 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 hoch. Ja, komm hoch. Aber der Typ, der muss ja auch ein bisschen irre sein. Soll man nicht irre. Aber ein bisschen irre, ich meine. Okay, er will zu seinem Apartment. Warum, wissen wir nicht. Ich glaube, er hat gesagt, ohne seine Frau und sein Kind macht es keinen Sinn. Aber, ja, würde ich... Das ist wieder die Frage. Würde ich wirklich... überall, also jetzt hier auf... Das ist ja extrem gefährlich, sowas. Auf Brückenpfeilern rumklettern und alles Mögliche. Um nach Hause zu kommen, würde ich mir... Also, ich finde die Frage ziemlich interessant. Ja, es gibt bestimmt viele, die das nicht machen würden. I can't plant a peg here. Ich hab's hochgeschafft, aber wieder mein Leistes wäre mit Leergegangen ein bisschen. Ja, extreme Anstrengungen verbrauchen die Ausdaueranzeige. Entschuldigung. Haben wir jetzt mal C gedrückt. Hier haben wir eine Konserve, die heilt uns zur Gesundheit nicht mal plus 2. Plus Ausdauerkapazität plus 2. Das ist natürlich sehr nice. Hier haben wir Wasser. Das macht eine Ausdauer und Ausdauerkapazität. Wobei hier ist eher, dass man aufsparen würde, weil es halt macht halt viel Gesundheit. Unsere Gesundheitsanzeige ist voll. Würde ich sagen, wir nehmen einfach mal Wasserflasche, trinken. Ja, das reicht auch schon. Ich meine, ja, unsere Anzeige muss ja nicht kilometerweit, ja, gefüllt sein. Q.
gucken wir uns mal wieder um. Und es ist auch sehr schön eigentlich, wie hier auch die Licht. Also kurz. Ja, und da habe ich mich gerade verquatscht. Ja, es ist sehr schön, auch wenn es so grau ist und alles kaputt und zerstört, das ist trotzdem eine gewisse Schönheit an sich, meiner Meinung nach. Und ja, muss man auch. Oh, sorry, tut mir leid, Leute. Kann ich. Schwing. Was ist okay, was heißt schwing? Aber das tut doch auch bestimmt ziemlich weh. Nein! Ach so. Ich wollte mir gerade. Ich wollte abspringen, da habe ich einfach mal Leertaste gedrückt zum Springen. Ja, okay, es war nicht schlau, aber ja. Okay, es sieht so aus, als sollten wir darüber springen. Jetzt trotzdem nicht. Ja. Schützen, okay. So. Ah, oui. Hopp, spring. Hopp, und jetzt vor. Und army-like. Steuern und ein bisschen klarkommen. Dieses Fallen lassen und hochziehen und alles noch ein bisschen kompliziert. Aber ich habe das Spiel noch nie gespielt. Vielleicht mit so einem Feuer. Festhangeln. Ah, jetzt. Da ist auch nur eine Feuerwehrleiter, da kann man vielleicht runter. Oh, ah, schön, das wackelt. Das ist wieder so Reaktion. Ah, jetzt können wir es eigentlich relativ gut sehen. Oh, perfekt. So. Ein bisschen schneller. Boah. Ups. Lauf, lauf, lauf. Und hopp. Ui, das war knapp. Naja. Und ja. Ich frag mich eigentlich, also es sieht jetzt ja ziemlich Madrid. Ja, die Leiche passt auch gerade sehr gut zu dem, was ich gerade sagen wollte. Ich frage mich, ob irgendwer noch überlebt hat außer uns, weil, naja, es ist eigentlich relativ wahrscheinlich. Ich meine, wenn wir überlebt haben, warum sollen nicht andere auch überlebt haben? Aber, ja. Das ist aber ein bisschen steil. Ja, ein starkes Gefälle. Wenn sie sich in Abhang holen, können sie... Toll, dass ich das gelesen habe. Mist. Naja. Oh, oh, oh. Das meine ich mit reißender Fluss. Also, was ist das für ein Fluss, Leute? Da hängt ein Boot. Ein Boot. Ich pack's nicht. Naja, aber... Ja. Hat wer überlebt? Haben uns unsere Frauen, unser Kind überlebt? Haben wir sonst irgendwelche Verwandten? Das sind alles ungeklärte Fragen. Ich hoffe, die können wir zusammen rausfinden, meine Freundin. Ich hoffe es. Ja, er hofft, dass wir auf eine Straße kommen, wenn wir durch die Kanalisation gehen. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch, weil, ja. Ach so, es war nur ein Schatten. Licht. Okay. Alles erstmal abchecken. Jetzt. Oh, ein Tunnel. Ja, das sieht, glaube ich, aus, als kommen wir hier ein anderes. Ja, kommen wir. Wiederholung 3. Was mit dem Wiederholung auf sich hat, keine Ahnung. Überlegen Sie gut, bevor Sie Ihre Waffe ziehen. Das ist fies. Hm.
lädt gerade eigentlich ziemlich lange. So, Entschuldigung. Weg zum alten Apartment. Ich hoffe, wir finden es. Und ich bin gerade am Überlegen. Tue ich auch mal kurz Pause. Ich bin gerade am Überlegen, wie machen wir das? Wie spielen wir? Spielen wir ja aggressiv, dass wir hier sagen, ja, wenn wir jemanden treffen, dann töten wir ihn. Oder wir sind lieb und helfen ihm. Oder sonst was. Ich weiß es nicht. Bei Dishonored sind wir ja im Moment ein ziemliches Arschloch und töten alles. Also alles im Sinne von alle Wachen. Und ich würde sagen, dass ein bisschen Abwechslung reinkommt, spielen wir hier mal den Lieben. Na klar, wenn es jetzt jemand hier doof anmacht, ich würde sagen, wenn uns jemand doof anmacht, greifen wir ihn an oder sind ihm böse und ja, und werden ihn einschüchtern zurück. Und wenn wir jemanden treffen, der uns nichts gemacht hat, dann helfen wir dem. Finde ich so gut, werde ich auch so durchführen und ja. Ich werde hier schon mal die Aufnahme beenden und würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play I'm Alive. Bis dann.